Willkommen wieder, Leute. Na, sieh mal einer an, mit welcher Nachricht wir hier begrüßt werden. Asura hat Geburtstag. Und es stimmt sogar tatsächlich, dass es diesmal akkurat, da die Spielezeit wieder korrekt ist, so wie sie sein sollte. Also könnte heute jeder mal kurz reinschauen bei Fates, wenn er Interesse daran hatte. Wir geben erstmal Herr Odin mal wieder irgendwas. Super. Und wir werden heute tatsächlich ein paar S-Supports haben. Das ist doch auf jeden Fall mal eine Ansage. Oha, was macht denn Elise hier? Mal gucken, ob sie uns Glück beschert oder nicht. Nö. Wobei, ich bin eigentlich über Materialien mitunter am zufriedensten. Und zwei Rubine sind eigentlich voll in Ordnung. Hab ich nichts dagegen. Hab noch ein bisschen geplaudert, aber... Ah doch, das bringt sogar ein bisschen was. Ja, da ist er. Gleich gehen wir zu ihr. Oh, dreimal Weizen, das ist auch nicht unbedingt schlecht. Gefällt mir. Und auch ihr habt noch ein bisschen was zu erzählen anscheinend. Sehr schön. Ah, guckt euch alles an. Ist das nicht absolut herrlich? So, jetzt aber. Asura. Yeah. Geschwindigkeit und Glück. Waffenfertigkeit. Eine weitere Weihkerze. Und, ja, die Ungesichtmaske wieder weitergeben. Das tolle Geburtstagsgeschenk natürlich. Wer freut sich nicht über eine Ungesichtermaske? Also bitte, hallo, stylisch. Also richtig schön stylisch. Meine Güte, was ist denn hier nur schon wieder los? Komm, Selena, streng dich an. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Ja, mal gucken. Ja. Kriegt Sinn. Das war ein einfaches Duell. Schöner Einstieg für heute, das freut mich. Ach ja, und wir hatten das letzte Mal Arthur drin, richtig, dann wollte ich nicht mehr. Muss man gleich mal nachgucken, was sich verändert hat. Wir können auch kurz mal nochmal Xander einladen eigentlich. Nein, ist Xander nicht dabei, schade. Dann spare ich mir das, glaube ich, sogar. Bringt mir eigentlich ja nur bei Xander wirklich was. Den anderen ist eh nicht wirklich zusammen unterwegs. So, mal gucken. Silas, naja, gut, okay. Vielleicht kriegt er ja was zustande. Müssen wir mal gucken. Boah, ne, das ist so krass mit dem Fleisch hier. 21 Stück inzwischen. Nehmen wir doch mal Verteidigung, warum nicht? Fleisch und Weizen ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Da geht schon was. Ach du meine Güte, Silas. Immer dieser Fight in den Küchen. Ja, das ist etwas anders. Ich dachte, es wäre Zeit, was Neues auszuprobieren. Der Geschmack ist vornehm. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt schlecht, oder? Oder ist das auch wieder so eine Beschönigung? Vornehm. Hm, ein sehr vornehmes Essen. Na, ganz toll. Der Berücksichtigung der Umstände ist das keine absolute Katastrophe. Das schmeckt gut, aber ich kann die einzelnen Gewürze nicht ausmachen. Seltsam. Oh, stimmt ja. Jetzt haben wir ja Musu dabei. Die kann auch gut kochen übrigens. Das ist köstlich. Es hat genau die richtige Temperatur. Aha, Gunther hat's geschmeckt. Qualität vornehmen. Freunde aus jüdischer Küche, Resistenz plus 1. Gut, da haben wir so ein paar, aber... Ja. Die Gefangenen werden davon vor allem beeinflusst, ist ganz witzig. Haha, die ganzen Oschiden, die wir mitgenommen haben, einfach... sind schon bösartig. Okay, na gut. An und für sich, ja, machen wir auch mal hier das Übliche. Was soll's. Leider kann man das immer nicht skippen, das ärgert mich. Die ist einfach schon Level 30, aber ich werde das eh nie upgraden. Da geht es mir auch nur ums Gold an sich. Das heißt, sie wird nicht immer auf dem Niveau bleiben, weil ich glaube, sie ist sowieso schon ausgemaxt. Liliths Wachstum kann man auch nicht, glaube ich, einstellen an sich. Das geht auf jeden Fall nicht. Nee, die ist separat getrennt und das ist ein bisschen schwierig vom Gamecode. Aber ich spiele an sich auch keine Rolle. Und die ist ja quasi irrelevant. Dann sind wir eigentlich erstmal soweit so ziemlich fertig, würde ich sagen. Wartet mal, Rubine war jetzt aber für Lanzen, ne? Huh, okay. Vielleicht spielen wir uns mal eine Lanze zusammen. Gucken wir doch mal nach, Leute. Wir haben noch mal kurz Zeit. Lanzen haben wir jetzt noch eine Stahllanze plus 1. Wir haben auch eine getrennte Stahllanze. Wir könnten einen Langspeer zusammenschmieden, das würde gehen. Bronze-Naginata würde ebenso gehen. Hm, so eine Stahllanze plus 2 würde schon kräftig reinhauen. Das ist nicht mal unbedingt so verkehrt. Da bräuchten wir nur eine weitere Stahllanze. Hat denn irgendwer noch eine? Und Weihkerzen würden, glaube ich, auch gehen, wenn wir es drauf anlegen. Ach ja, dein Zeug wird erstmal eingelagert. Musu kommt ja nie mit. Aber stimmt, Leute. Jetzt, wenn ich hier Musu schon habe,
Gehen wir doch mal auf die Eien. Nimm erstmal einen Personal Skill. Der ist ganz, naja, nett. Kind vom Lande. Wenn es eben mal triggert, Berg, Wald, Ödnis, Ebene. 20% der Max-KP. Kommt schon recht häufig zum Einsatz immerhin. Wir haben aber natürlich talentiert. Eines der wichtigsten Talente aller Zeiten, Leute. Oh ja. Das Ding, das online unglaublich rumging wie sonst was. Das ist schon echt witzig. Es ist ja eigentlich so, eigentlich können das ja nur Kinder von Mosu dann haben, dementsprechend, ne? So ist das normalerweise in der Verteilung und es geht eigentlich auch gar nicht anders. Eigentlich können das nur Kindercharaktere haben, normal, und halt Mosu, als Ausnahme davon. Und ja, dieser Skill hat sich ganz schön weit verbreitet, weil es halt reingehackt wurde online. Ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Aber wenn ihr das irgendwie auf einer anderen Einheit seht, dann ist das eigentlich gehackt oder es hatte mal einen Hacking-Ursprung und irgendjemand hat sich dann eingekauft vielleicht und wusste das vielleicht nicht und so geht's, glaube ich, vielen. Denn es geht nicht. Niemand sonst könnte talentiert haben, außer Mosu und Kinder. Ja, so sieht es aus, Leute. Geht nicht anders. Aber nun gut, wie auch immer. Wir sehen, die Base-Sets sind enorm niedrig und die ist auch eine totale Growth-Unit. Kein Wunder, es ist eine Dörflerin. Wer rechnet mit was anderen, mit Donald und so weiter, ne? Oder auch Ross, kennen wir so typische Dörfler vielleicht aus Fire Emblem, ne? So, ich rechne jetzt einfach mal mit talentiert. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich das hier einfach mal mache. Denkt euch einfach jeweils 10% weniger für die normalen Growths, aber ich mache das jetzt einfach mal mit talentiert. Und da hätten wir 50% HP, 60% Stärke, 15% Magie, 70% Skill, 75% Speed, 75% Luck, 55% Def und 40% Rest. Das klingt jetzt alles sehr beeindruckend. Mit talentiert sind es jeweils 10% weniger. Das macht schon viel aus. Aber trotzdem eine Einheit, die sehr stark wachsen kann natürlich, dementsprechend. Aber trotzdem dauert's, weil die Base-Sets sind halt schon sehr, sehr, sehr niedrig bei Mosu. Am Anfang wird er fast gar nichts reißen und das ist wirklich, also auf Herrschaft, ich empfehle es eigentlich nie auf Herrschaft wirklich Mosu zu trainieren. Die nimmt zu viele Erfahrungspunkte für Leute, die schon sehr gute Base-Sets an sich mitbringen und trotzdem noch solides Wachstum haben. Es lohnt sich nicht wirklich. Auf Birthrush könnt ihr das gerne machen, da könnt ihr eh farmen, also insofern ist es leicht, einfach mal ganz am Anfang, gleich nachdem man Mosu bekommt, schnell mal so 2-3 Farming-Missionen mitnehmen und dann ist die in Ordnung, ne? Dann ist erstmal ausgesorgt für Mosu soweit. So ist wohl der Plan bei den meisten, denke ich mal, und das wäre auch der vernünftige Plan. Das ist jetzt nur mal eine Rande, ich glaube, auf Mosu brauchen wir nicht großartig zu sprechen zu kommen sonst. Aber wie gesagt, ich empfehle sie nicht unbedingt so sehr. Finde Mosu nicht wirklich gut, zumindest hier auf Conquest. Ansonsten kann man da drüber reden und gerade als Mutter, da sie halt talentiert weitergibt, natürlich sowieso ein, ja, ein ganz besonderer Charakter, der da wirklich raussticht. Da ist das natürlich wieder was ganz anderes, klar. Wir hatten doch jetzt nochmal Weihkerzen, ne? Dann könnten wir theoretisch da tatsächlich mal auf plus 2 gehen, ja, ist wirklich so witzig. Also da könnten wir nochmal was zusammenschmieden, wenn wir das wollen. Finde ich ganz amüsant. Aber wir bräuchten auch nochmal eine Stahllanze. Können wir uns ruhig mal eine kaufen, würde ich allerdings nur machen, wenn sie im Rabatt ist. Da gucken wir mal ganz kurz, vielleicht haben wir ja Glück. Nee, aber wir kriegen diesmal günstige Bögen und ich wollte mir noch einen Glanzbogen schmieden. Das ist gut, dass ich endlich mal die Möglichkeit habe. Dann kaufen wir uns mal den Glanzbogen hier aus dem Arsenal. Jetzt lohnt sich das auch, ne? Jetzt ist das mal reduziert im Preis. Dann geht das auch mal. Dann schmieden wir den mal zusammen. Das ist ganz gut. So, wunderbar. Na, das hat doch was. Auf zur Schmiede. Wir bräuchten jetzt erstmal, ich glaube, 3 Onyxe, ne? Da müssen wir schon einiges investieren, wenn wir die Weihkerzen hochschmieden wollen. Warum aber nicht? Kann man ja mal machen. Achso, Quatsch, ich muss dir ja Saphire dafür geben. Onyx, 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 so. Ja, bye, von wegen. Fail. Alles klar. Ach, und hier haben wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Mit der Knochenaxt zum Beispiel, wenn wir das wollen. Können wir uns auch noch ein bisschen austoben, aber was hast du denn hier? Ach, der Langspeer, richtig. Ja, der ist auch an sich ganz gut. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Warum auch nicht? Finde ich ganz gut so. Mal einen erweiterten Langspeer zu haben, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Könnte uns später noch nützlich sein. So, Leslo ist jetzt erstmal dran. Genau, die Weihkerze plus 2. Boah, durchaus schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Hat ja auch einen netten Zusatzeffekt, auch wenn er wahrscheinlich nie wirklich
zu tragen kommt. Jetzt muss ich nachdenken. Ah, ich habe einen guten Namen. Es ist der Entweiher, Leute. Richtig. Ganz im Gegenzug dazu jetzt mal der Entweiher. Ja, hahaha. Ganz, ganz, ganz böses Teil hier. Ja, das finde ich nicht schlecht. So, jetzt aber noch der Glanzbogen. Oh, wir haben sogar auch den Stecken, können wir auch mal schmieden, wenn wir das wollen. Aber das Teil mit 15 direkt, das ist schon heftig. Das ist richtig heftig. Ich glaube, ich bin ja etwas unkreativ, ich nenne ihn einfach mal Lichtbogen. Es gab mal ein Item, in Path of Radiance war das mal geplant. Das war der erste magische Bogen so, quasi, also magischen Schaden halt macht. Den haben sie dann aber rausgenommen. Insofern passt das. Der sieht sogar recht ähnlich aus. Ist, glaube ich, ganz gut. Kann man mal machen. Ach ja, jetzt noch eine Stahllanze. Oh, nee, die kaufen wir irgendwann, wenn es im Rabatt ist. So. Supports hingegen. Da haben wir doch ein bisschen was. Och ja, machen wir doch erstmal den A-Support und dann kommen wir zu den ernsteren Geschichten. Oho. Zeit fürs Training, Elise. Wollen wir loslegen? Elise, was ist los? Warum meinst du denn? Es tut mir leid, Mary Sue. Es ist nur, ich bin so erbärmlich. Sag doch nicht sowas, du machst doch tolle Fortschritte. Dank dir bin ich ein bisschen stärker geworden, ja, aber ich habe immer noch solche Angst, wenn ich mal einem Feind gegenüberstehe. Wenn ich nicht aufhöre, mich wie ein Baby aufzuführen, bleibe ich immer eine Last. Elise, ich will doch nur alle beschützen. Dich und Xander und Leo und Camilla und alle anderen auch. Ich will, dass alle glücklich und heiter sind und in Frieden leben können. Aber dafür müssen wir erst diesen doofen Krieg gewinnen. Und ich als schwächstes Glied halte euch dabei nur auf. Elise, du süßes, albernes, kleines Mädchen. Wisch die Tränen ab. Ich weiß, wieso du so denkst, aber so düster sieht es nicht aus. Mary Sue, im Krieg gewinnen nicht die besten Kämpfer, sondern der, der an seine Sache glaubt. Du sehnst dich so sehr nach Frieden und das ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Und daher bist du sicher keine Last, Elise. Du bist unser Licht in der Dunkelheit. Jetzt sei wieder fröhlich und versprich mir, dass du nie aufhörst, an dir zu arbeiten, ja? Mary Sue, danke, Mary Sue. Du findest einfach stets die richtigen Worte. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Elise. So, jetzt ist Schluss mit Trübsalblasen. Ich werde die beste Elise, die es gibt. Ich werde nicht ruhen, bis ich die legendäre, unbesiegbare Kriegerprinzessin North bin. Das ist die richtige Einstellung, Elise. Jawohl. Der A-Support. Ein goldiger Support auf jeden Fall. Herz allerliebst. Jetzt haben wir alle den Zuckerschock des Todes. Nein, das war wirklich ein schöner Support, ne? Das ist auf jeden Fall das, was man mal hören möchte hier. Machen wir doch gleich weiter mit Elise, wenn wir schon dabei sind. Hallo, Milady Elise. Hallo, Silas. Ich dachte über unseren Schwesterntag nach und kam zu einem Entschluss. Wenn ihr das gemeinsame Training wünscht, so sollten wir das tun. Hä, wirklich? Wirklich, sollte etwas schiefgehen, so bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen. Die Leute würden mit Steinen werfen und meine norischen Freunde würden mich hängen. Doch wenn dies euer Wunsch ist, dann soll es so sein. Also ja, darüber wollte ich noch einmal mit dir sprechen. Stimmt etwas nicht? Nun, wenn ich so darüber nachdenke, ist es wohl doch nicht so eine gute Idee. Oh, was bewegt euch dazu, eure Meinung zu ändern? Nun, ich habe festgestellt, dass Geschwister eine andere Verbindung untereinander haben. Mit Xander habe ich bisher auch noch nie trainiert. Also, wenn du mein Bruder Silas wirst, müssen wir uns was Besonderes überlegen. Du bist mir nicht böse, oder? Ich meine, weil du so lange überlegt hast und so. Sorgt euch nicht, wir werden etwas finden, Milady. Das ist schwerer als gedacht. Oh, ich hab's. Warum fragen wir nicht die anderen, um neue Ideen zu bekommen? Oh ja, wir können auch eine Teefeier machen mit Keksen und Ideen sammeln. Das wird ein Spaß. Die Leute erzählen uns, wie sie ihren Geschwistern näher kamen. So werden wir sicher eine Idee finden, die perfekt für uns ist. Das ist wirklich eine wundervolle Idee, Milady Elise. Nicht wahr? Komm schon, lasst uns alle einladen. Ja, laden wir alle ein. Du meine Güte, dieser A-Support. Es ist umso komischer, dass sie sich ein bisschen wie Geschwister betrachten. Oder es darauf hinausläuft und dann kommt irgendwann ein S-Support zustande. Okay, alles klar. Wie auch immer. Jetzt kommt Odin und Nyx und damit haben wir schon einen S-Support, Leute. Jawohl. Was soll die Geheimniskrämerei, Odin? Warum hast du mich hier herausgeschleppt? Nun, nix. Ich habe über ein Kind sinniert. Ein Kind? Welches Kind denn, bitteschön? Das Kind, das uns geboren wird. Alter Schwede, ist der direkt. Was um alles in der Welt, Odin? Oh mein Gott. Was drückt dich gefälligst deutlich aus? Das Kind, das seine gewaltigen Kräfte und mein geheiligtes Blut erben wird. In diesem Kinde leben wir weiter. Es ist die Brücke, die uns mit der Zukunft verbindet. Darüber habe ich gegrübelt. Sehr tiefgründig, oder? Unglaublich tiefgründig, Odin. Mit anderen Worten, hältst du gerade auf deine schrullige Art meine Hand an? Nun, das könnte man sagen. Verstehe. Ich bin enttäuscht von dir, Odin. Was?
Auf feige Art einen Antrag zu machen, ist einer finsteren Gestalt hier dir nicht würdig. Ein wahrer Meister der dunklen Künste fragt frei heraus, egal was ihn erwartet. Deine Worte treffen mich härter als die schlimmsten Zauberflüche. Wie war das gerade, Odin? Nichts, gar nichts. Ich hätte dir ja einen normalen Antrag gemacht, wäre ich nicht so befangen. Immer wenn ich deine unheilige Aura spüre, fühle ich mich so unwürdig. Könntest du bitte damit aufhören? Ich mag dich, wie du jetzt bist, egal ob besonders boshaft oder nicht. Das sagst du doch nur so. Hör schon auf, frag mich gefälligst richtig, das ist deine letzte Chance. Gut. Nix, ich liebe dich, bitte nimm diesen Ring von mir an und heirate mich. Na bitte, ja, das tue ich. Sollten wir über den Namen unseres Kindes nachdenken? Das war ein absolut seltsamer S-Support, aber nun gut, wie auch immer. Sind sie nicht alle seltsam auf ihre Art und Weise? Wobei, das ist schon ein komisches Paar und irgendwie erstaunlich passend. Das ist echt witzig. Normal mache ich eigentlich immer Odin und Elise und das ist auch ein sehr vernünftiges Paar, einfach weil eine Odin-Elise-Ophelia absolut broken ist, in jeglicher Hinsicht. Das ist halt wirklich... Gut, das ist eine absolute Glaskanone, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, aber es haut halt rein ohne Ende. Das ist richtig kabams in your face. Jetzt kommen Arthur und Camilla, oh mein Gott. Na gut, aber es war ja klar, wir haben heute zwei S-Supports, so ist es eben. Ah, Milady Camilla, danke, dass ihr euch Zeit nimmt, mich zu sehen. Hallo Arthur, ich freue mich, dich zu sehen, aber wenn es um Mary Sue geht, du brauchst dich nicht zu sorgen. Nein, es geht nicht um Milady Mary Sue, es geht um uns, Milady. Um uns, wie in du und ich? Ja, trotz meines Versagens habt ihr mich so freundlich behandelt. Ich weiß, uns trennen Welten und ich hatte eher Glück, die Sterne zu berühren. Aber wie sagt man so schön, wer versagt, der nicht gewinnt? Willst du mich heiraten? Arthur, haben dich auf dem Weg hierher irgendwelche Kutschen angefahren? Bitte. Sieh mich an, du redest hier mit Milady Camilla. Bist du dir dessen bewusst? Aber natürlich, wer sollst du denn wohl sonst sein? Entschuldige, ich musste nur sicher gehen. Also ich nehme an, das bedeutet nein. Oh nein, nein, es bedeutet ja. Aber du hast zweimal nein gesagt. Ah. Ja, es bedeutet ja, Arthur. Du bist der größte Pechvogel, den ich kenne. Und trotzdem, ich fühle mich von deiner Ergebenheit und deiner Ernsthaftigkeit angezogen. Oho, fantastisch. Also ist nur eine Sache. Ich hatte dir einen sehr beeindruckenden Ring ausgesucht. Auf dem Weg hierher. Warte, ich will es gar nicht wissen. Ich bin nur froh, dass du heil angekommen bist. Hohoho, dieser Support. Mein Gott. Das waren wirklich ein paar Exoten. Aber okay, wir können weiter, Leute. Es wird auch gleich Zeit, dass wir eine Nebenquest annehmen. Ich werde mit Nebenquest 20 anfangen. Oh, noch ein Tipp. Also, Leute, dass ich jetzt hier... Es werden einige Kindermissionen jetzt kommen, das ist klar, so der Reihe nach. Wir können dann alle so abschließen. Das ist nämlich der ideale Zeitpunkt. Also, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber wenn Xander frisch dazugekommen ist, dann sollte man am besten gucken, dass man möglichst viele Kindermissionen macht, da sie dann am stressfreisten sind. Denn erst jetzt, wenn ich das nächste Kapitel mache, dann haben wir fast nur noch entwickelte Einheiten und dann werden diese Kapitel um einiges knackiger werden. Und so sind die noch um einiges entspannter. Das ist einfach sehr viel angenehmer, das so zu planen, dass man alle kurz nach Erhalt von Xander eben macht. Ist keine Pflicht, kann man natürlich auch anders planen, aber ist immer die klare Empfehlung. Dazu jetzt übrigens, die Ophelia-Mission ist enorm wichtig, sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen auf Conquest, da es hier enorm viele Items gibt, ist vielleicht die wichtigste Kindermission von allen, würde ich sogar sagen. Einfach, weil man auch ein paar exklusive Items bekommt, die man normal auf Herrschaft sonst nicht bekommen würde und das macht die Mission wirklich so wichtig. Es gibt auch einen interessanten Boss, den können wir uns auch noch fangen. Mal gucken, ob wir das wollen oder nicht. Nebenquest 20, wahre Macht. Odin trifft in einem Dorf, das für seine hochwertigen Bücher bekannt ist, auf seine Tochter Ophelia. Doch plötzlich greifen Feinde an, die ein Buch stehlen wollen. Nun gut. Die uralte Stadt, auch interessant. Wahre Macht. Die Musik fängt schon mal gut an. Hier sind wir nun in der Stadt, bekannt für ihre Auswahl an schönen Grüften. Verzeih ich meinte Schriften. Launen des Schicksals, grüfte Schriften, so oder so, ich wandle im Dunkeln. Doch heute kam ich, um Bücher und nicht den Tod zu finden. Bücher, die Wissen offenbaren, Bücher auf ihren Rücken liegend. Bücher, deren Deckel wie Schwingen schlagen, gleich dem mächtigen Drachen. Steig auf, sagen sie, fliege mit uns bis zur Erleuchtung und noch weiter. Ah. Was ist los? Hast du Blähungen? Mein schmerzendes Blut! Diese Stadt, etwas, jemand... Allein die Aura dieses Ortes bringt das Gleichgewicht in mir zum Kippen. Die Schatten mir steigen auf, die Dunkelheit übermannt mich. Das kitzelt. Doch nun, da ich in die Finsternis versinke, ertrinke ich in Macht. Schon bald bin ich der Stärkste all meiner Mächte her. Vollkommene Verderbnis.
Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Wer ist das? Ah, Bearfinger of Fate. Juhu! Ach ja, meistens kennt man sie auch unblond, aber ich finde, das passt auch ganz gut. Ah, der Wink des Schicksals, der mich hier in diese Stadt führte. Welche Kraft spüre ich auf diesen idyllischen Wegen vibrierend? Unglaubliche Kraft. Nein, Ophelia, wahre die Fassung. Lass dich nicht hinfortreißen. Du alleine trennst Tag und Nacht. Du bist die Dämmerung, sei stark. Ah, welch Kraft. Würde ich nur davon kosten, könnte ich Mächte wachrufen. Hey, hey Odin, die redet ja genauso wie du. Kind der Finsternis und so ein Quatsch. Hm? Kann das sein? Ophelia! Oh, Vater, sei gegrüßt. So lange ist es her. Whoa, whoa. Nein, nein, nein. Komme mir nicht mit. Sei gegrüßt. Was machst du hier? Oh Vater, du kennst mich. Ich bin stets auf der Suche nach dem Unbekannten. Einer Schrift verdankst du mein Kommen. Der Schrift aller Schriften. Was? Die Schrift aller... Oh oh. Yes. Ja, du scheinst sie offenbar zu kennen. Schließlich war sie in deinem Buch Höchst fatale heilige Namen aufgelistet. Du weißt schon, in dein Lexikon der überaus gefährlichen, Dingsbumse. Die Schrift aller Schriften war das verbotenste Buch, das dort beschrieben stand. What? Tochter, sag mir nicht, dass du in meinem Buch der Listen gelesen hast. Das war privat. Verzeih, die Versuchung war zu groß. Nun begehre ich die Schrift aller Schriften. Ich ruhe nicht, ehe sie meines. Die Dunkelheit ist mir, in mir verzehrt sich danach. Sie hämmert an die Tür meines Herzens. Ich lasse sie ein, Vater, sobald ich das Buch in meinen Händen halte. Nur eines bedenke, Ophelia, dieses Buch. Rennt um euer Leben, Raubeine plündern die Stadt. Was? Nicht solange ich hier bin. Na so etwas, jetzt geht's wieder los. Action ist angesagt. Bewohner der Stadt, fürchtet euch nicht, ich, Ophelia, stehe zu euren Diensten. Dies ist heiliger Boden, werde Zeuge meiner unendlichen Rachsucht. Wenn dies vorüber ist, so ist auch die Schrift aller Schriften in Sicherheit. Ah, die spinnt doch, ein Mädchen will die Stadt ganz allein retten. Aha, auch ich bin hier. Ah, du bist... Der auserwählte Held ist gekommen, wie heißt er nur? Der Krieger der Dunkelheit, der finstere Odin ist sein Name. Höre seine Worte, krümmst du seiner Tochter auch nur ein Haar, bist du Zeuge der überaus tödlichen Attacke des finsteren Odin. Vollkommene Verderbnis. Was? Die auserwählte Heldin ist gekommen. Wie heißt sie, die holde Maid der Finsternis? Ophelia, das ist ihr Name. Ich habe die Situation unter Kontrolle, finsterer Odin. Mach dich ruhig von dannen. Denn Ophelia Dusk wird nun ihre überaus tödliche Attacke vorführen. Kinnhaken des Tüdel des Lichts. Ja, gleich zwei von diesen Gestalten. Warum belästigt ihr mich? Ja, da habt ihr auch mit den, euch mit den falschen Rüppeln angelegt. Schnappt sie euch, Jungs. Na sowas. Da geht's auch schon los. Und ja, wir kriegen hier wirklich ein paar sehr außergewöhnliche Items, wo man sich auch drauf freuen darf. Also schön die Häuser besuchen und alles ist in Ordnung. Ah, okay. Nanu, Wyvernritter, die ein bisschen schnell werden können in ihrer Phase. Das ist ganz interessant. Immer schön alles angucken, ne? Okay, Siegel haben wir hier vertreten. Eine Schreinjungfer mit einem Blütenfest. Und natürlich haben wir gleich einen besonderen Boss. Das ist der Tigergeist. Er ist in ungeraden Zügen auch ein bisschen stärker hier. Ah, ja, Senno. Aha, sehr interessant. Senno kann Magie rauben. Er hatte Lucky Seven drin. Das ist natürlich ganz cool. Ja, der Verstärkertrank. Warum nicht? Kann man auch mal mitnehmen. Relativ ausgeglichener Typ allerdings mit sehr viel KP, muss man sagen. Könnte man ja sofort sogar entwickeln, der Kräuterkundiger Level 20. Und da seht ihr auch das Niveau, genau, weil das skaliert ja quasi mit. Der ist jetzt noch nicht entwickelt, das heißt, im nächsten Kapitel wäre das wohl schon. Nicht mehr relativ sicher. Oder hat er sich generell nicht entwickelt? Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie es bei Bossen war. Auf jeden Fall hätten wir ansonsten schon sehr viele weiterentwickelte Leute. Viel passieren, da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht doch irgendwo durchkommen, ne, dass man sich nicht zu sicher ist in seiner Verteidigung. Sonst wird das schmerzhaft werden. Aber darüber hinaus, glaube ich, wird das ein ganz entspanntes Kapitel werden. Doch, doch. Alles ganz easy going. Und natürlich unsere Ophelia ist da. Absoluter Standard, was sie jetzt natürlich dabei hat, aber gut. Das wird auch nicht weiter verwunderlich. Hat ja auch noch nichts gelernt, die Nix, aber ist ja in dem Fall auch nicht wichtig. Wenn ihr natürlich selber die Missionen an sich in einem normalen Playthrough macht, achtet drauf, was ihr vererbt. In dem Fall bringen mir die Kinder ja nichts. Das ist ja klar. Wenn diese Einheit drei oder mehr Bücher Schriftrollen trägt, Crit plus 10, ist auch ganz nett. Kann man leicht realisieren. Und so hat man immer einen schönen kleinen Crit-Bonus drin. Auch etwas, was sie auszeichnet. Ist über Nix jetzt auch ganz interessant. Wir behalten uns ja Samurai bei, weil wir zweimal Dark Mage haben.
Heißt, die Subklasse wird vererbt und dementsprechend haben wir Zugriff auf Samurai direkt. Wer das möchte, lohnt sich eigentlich fast nur für Vorteil. Aber kann man mal mitnehmen. Ist jetzt nicht super schwer zu realisieren via Herzsiegel dann, wenn man das mal möchte. Auch eine Alternative, die man noch hätte. Ja, ganz witzig, die hier so zu sehen auf Level 18. Müsst bedenken, in dem Run, da die alle 0% haben natürlich, ändert sich da auch nichts jetzt großartig, wenn die sich dann weiterentwickeln würden. Kriegen natürlich die Stats angerechnet an sich, aber das war es auch schon. Das ist halt, was die Klasse einem dann beschert an Promotion-Boni. Aber würde sich sonst gar nichts ändern. Sieht aber eigentlich ganz stabil sogar aus. Das ist in Ordnung. Nicht mal unbedingt so übel. Läuft zumindest Odin durchaus schon so ziemlich davon. Ist aber keine Kunst, ist außer vielleicht in Fähigkeit und Stärke. Wobei letzteres auch gar nicht so wichtig wäre. Aber wie auch immer. Das ist ja wie gesagt nicht das Ausschlaggebende. Aber nun gut. Da werden wir dann beim nächsten Mal schön frisch reinstarten, würde ich sagen. Sollte nicht so schwer sein. Krallen wir uns vielleicht Zeno mal gucken. Das sieht gar nicht ganz interessant aus. Denke ich, könnte sich schon lohnen. Sind nicht die schlechtesten Bastards. Gerade da relativ viel aushält. Er wird nicht sofort abkratzen. Das ist immer ganz gut. Ja, das ist, denke ich, auch so die Hauptstärke. Insofern, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.